Willkommen zurück zu Golden Sun, die kleinen Frau der Nacht, im Kampf gegen Sartorus. Oh. Hauen wir erstmal unsere ganzen Beschwörungen raus. Ramses. Wofür haben wir die denn alle auf Standby gestellt? Kirin. Atalanta. Und die neue Beschwörung. Nereide. Friss das, ey! Halt aufs Maul! Ja genau, ich rede jetzt, wenn die Beschwörung angreifen, mit dieser Stimme. Aber sicher. 24 Schaden. Egal. Das ist Schaden. Das ist Schaden. Und very effektiv. So. Ich weiß eigentlich nicht auf ihn effektiv. Du greifst normal an. Autsch! Du das? Aua. Das ist not very good, aber ich muss dafür sorgen, Mia muss geheilt werden. 70, 150. Wie viel hattest du insgesamt? Ich nehme das mit 150. Attacken durch Feuerwut. Töte sich des Gegners. Fieber muss auf jeden Fall auf ihn gespammt werden. Und du musst weiter mit deiner Psyche angreifen. Macht Hunter eigentlich mehr Schaden? Mächtige Erdbarriere. Du hast nicht zufällig Dings Elixiere, oder? Garrett? Das ist Kräuter. Ja. Ivan hat Elixiere. Wenn ich jetzt Ivan wiederbelebe.
Auch wenn ich es nie benutze. Verursacht Schaden durch Eis. Naja, jetzt mal dich wieder beleben. Selber. Was ist das für KP auf? Für alle? Nein, auf einen. Ich nest Gegner. Ja. Super. Könnte mir einen Angriff aushalten? Das mache ich erstmal eine Heilungsrunde. Dann kannst du dafür dein Gin benutzen und dann wird in der nächsten Runde mit Beschwörung wieder raufgehauen. Theoretisch könnten die anderen ja auch. Ja, aber theoretisch. Warte, du heilst erstmal Ivan, damit er nicht aus Versehen wieder nur mal abnippelt. Hast du nochmal Verstöße? Widerstand. Friss das, ey! Du musst dich heilen. Am liebsten Gary wiederbeleben. Wir können ja dich schon mal deinen Angriff erhöhen. Und du belebst Garrett wieder. Was hast du denn für Items? Kräuter. Nee, anders. Just for the rules. Du hältst seinen Status. Und du... keine Wirkung. Ah. Deswegen benutze ich das auch sowas nie. Okay.
heilen. Angriff. Oder du könntest... Bereit zur Beschwörung. Bereit zur Beschwörung! Dann machen wir mal bereit zu beschwören. Windstoß. Widerstand des Teams anheben könntest du tun. Ich musste meine beiden Lebenswasser verschwenden. Isaac, wir haben ihn. Wer hätte gedacht, dass der Merkur-Leuchtturm solche Mächte in sich trägt? Wenn nur meine Psy-Energie voll Verfügung gewesen wäre. Satorus, du sagtest, du wärst geschwächt. Was meintest du damit? Ich meinte gar nichts. Ich werde es euch erklären, was er meint. Diese Stimme, kann das sein? Sieh mal an, wer hier auch ist. Alex! Alex! Ich hab ihn nicht Englisch ausgesprochen. Böse Chicken. Wobei, Alex hört sich auch cool an. Aber... Naja, es ist eine Weile her, Mia. Alex, weißt du denn, was du getan hast? Aber natürlich, ich habe eine große Kraft, die lange Zeit versiegelt war, wieder freigesetzt. Merkur, der Leuchtturm des Wassers, welch unglaubliche Macht. Alex, du, bist du denn wahnsinnig? Ist das eine rhetorische Frage? Nein, Mia. Verstehst du denn nicht? Was verstehe ich nicht? Während deines Kampfes gegen Satorus verlieh dir der Leuchtturm unfassbare und scheinbar unerschöpfliche Kraft. Das ist wahr. Ich konnte meine Kraft einsetzen, ohne dass sie jemals zur Neige ging. Verstehst du denn nicht? Der Merkur-Leuchtturm hat dich mit unendlicher Psy-Energie versorgt. Psy-Energie? Willst du damit sagen, dass meine Kräfte auf Psy-Energie berufen? Du und ich sind beide Mitglieder des Merkur-Clans, die Meister der Wasser-Psy-Energie. Auch Mia ist ein Adept, nicht wahr? Ja. Isaac, du wusstest das die ganze Zeit über und hast es nichts gesagt? Ich dachte, das wäre logisch. Immerhin hat sie Psy-Energie benutzt. Wie es nur Adepten können. Sag mir, Alex, warum konnte Satorus nicht seine ganze Kraft einsetzen? Ah, natürlich. Ich werde alles erklären. Satorus steht in Verbindung mit Mars, dem Clan des Feuers. Feuer und Wasser sind gegensätzliche Elemente. Seine Kraft wurde durch die Wasser-Psy-Energie des Leuchtturms unterdrückt. Wusste denn Satorus nichts darüber? Selbstverständlich wusste er es. Und dennoch hat er gegen euch gekämpft. Er hat es verabscheut, die Macht dieses Leuchtturms richtig einzuschätzen. Was für ein Narr. So erging es auch mir. Waren wir deshalb in der Lage, Satorus zu besiegen? Nein, es steckt noch mehr dahinter. Ich habe diesen Kampf beobachtet. Du hast uns beobachtet? Du Stalker! Ja, ich habe Satorus nicht geholfen, weil ich mir sicher war, dass er gewinnen würde. Übermut tut selten gut und Übermut kommt vor dem Fall. Aber ich hatte Unrecht.
Ihr habt euch in kürzester Zeit zu großen Kämpfern entwickelt. Obwohl Garrett und Ivan, ihr beide seid zweimal gestorben. Woher kennst du eigentlich meinen Namen? Satyrus ist wieder auf den Beinen. Aber wir haben ihn doch besiegt. Mich besiegt? Niemals. Ich habe gegen diesen Leuchtturm verloren, nicht gegen euch. Ich habe euch lediglich hingehalten, während Satyrus wieder Kraft sammelte. Du hast nur Zeit gewonnen? Das bringt dich auch nicht weiter, Alex!